Ich finde, es wird allerhöchste Zeit für meine Lieblingsheilige. Das ist schon der vierte Teil von Kirchenkram und bisher ging es hauptsächlich um Männer. Also, wer sie ist und was sie mit Ostern zu tun hat, erfahrt ihr in diesem Video. Darf ich vorstellen, meine Herzensheilige? Clara von Assisi, gut 800 Jahre jung, Freundin des heiligen Franz und erste Frau in der Kirchengeschichte, die auf die Idee kommt, eine Ordensregel ausdrücklich für Frauen zu schreiben. Wenn ihr jetzt sagt, na ja, dann habt ihr vermutlich recht. Mit dieser Heiligen ist es wie mit einer echten großen Liebe. Sie wächst, je besser man sie kennt. Okay, ihr braucht erst einmal ein paar Daten. Sie wird 1193 geboren in Assisi, klar, und dort stirbt sie auch. Ziemlich genau 60 Jahre später, nämlich 1253. Das ist schon sensationell, weil sie so lebt, dass man es kaum für möglich hält, dass sie für mittelalterliche Verhältnisse richtig alt wird. Eigentlich muss man ihr Leben erzählen und bestimmt werde ich das auch noch tun. Aber weil wir Osterzeit haben, fange ich von hinten an. Ich gehe an ihr Sterbebett. Also Sterbebett ist ziemlich übertrieben, da muss man sich eher ein schäbiges Lager vorstellen, ein erhöhtes Brett vielleicht in einem steinernen Schlafsaal, den man heute noch besuchen kann. Für alle, die schon mal in Assisi in Italien waren, die werden sich sicher gut an dieses kuriose Kirchlein erinnern, wo Clara gelebt hat und in dessen Dachgeschoss sie gestorben ist. San Damiano heißt es. Und wer noch nie da war, der sollte flugs seinen Koffer oder Rucksack packen und sich das kleine Städtchen und dieses kleine Kirchlein einmal anschauen. Es ist also Sommer im Jahr 1253. Clara liegt dort in San Damiano in den ersten Augusttagen und es ist ziemlich klar, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Sie ist umringt von Mitschwestern, Frauen, die mit ihr das Gemeinschaftsleben teilen. Die sind alle sehr traurig. Die ganze Dunkelheit eines nahen Abschieds hängt im Raum. Da liegt eine alte, sterbende Frau, deren Lebenswerk genau genommen noch nicht vollbracht ist. Da ist diese Ordensregel und Clara hofft immer noch, dass die Kirche sie anerkennt. Denn nur so hat das Ganze Bestand. Nur so können die guten Erfahrungen, die sie da festhalten wollte, auch für zukünftige Mitschwestern möglich sein. Oder um es mal ein bisschen radikaler zu formulieren, nur so bleibt der Weg der Nachfolge Jesu Christi im franziskanischen Sinne der Armut und Einfachheit auch für Frauen offen. Es fehlt weiterhin die Unterschrift und das Siegel des amtierenden Papstes. Also, der nahe Tod und die Frage nach dem Lebenswerk, war alles vergeblich? Das, finde ich, sind Karfreitagsfragen. Und diese Frau liegt auf ihrem Lager und spricht der eigenen Seele Mut zu. Sie sagt, geh sicher in Frieden, denn du hast dein gutes Geleit. Der, der dich geschaffen hat, hat dich zuvor geheiligt. Und nachdem er dich erschaffen hat, hat er den Heiligen Geist in dich hineingegeben. Und immer hat er dich beschützt, wie eine Mutter ihr Kind, das sie liebt. Sie lässt noch einmal das ganze Leben Revue passieren und entdeckt, der Geist Gottes war immer dabei, von Anfang an. Und nicht wie ein Kontrolleur, sondern wie eine Mama. Und dann fügt sie noch etwas hinzu, ein kleines, ganz kleines Gebet in einem einzigen Satz. Du Gott sei gepriesen, weil du mich erschaffen hast. Die sterbende Frau, die noch nicht weiß, ob ihr Lebenswerk aufgeht, ist dankbar bis in die Tiefe ihrer Seele für die eigene Existenz. Und sie gibt Gott dafür die Ehre, egal was am Ende dabei herauskommt. Das ist Claras österliche Haltung, den Zusammenhang zu sehen und die Zuversicht zu behalten. Egal was kommt, das Leben, das gelebt wurde, ist stärker als der Tod, der zu sterben ist. Weil Gott dieses Leben aufgehoben hat, von Beginn an und noch früher. Und weil Gott dieses Leben auch wieder in Empfang nimmt. Und das Ganze nicht als Unbeteiligter, sondern als einer, der genau diesen Weg selbst gegangen ist. Osterzeit ist Glückszeit, finde ich. Kein luftiges, kein fröhliches, eher ein schweres Glück. Das Glück, das man spürt, wenn man durch große Dunkelheit gegangen ist. Aber es ist fest und funkelt, vielleicht wie ein schwerer, kostbarer Edelstein. Die kommen übrigens in biblischen Bildern für das Paradies oft vor.
Für Clara allerdings, und das ist natürlich besonders schön, hatte die Geschichte ein Happy End. Sie erlebt die Bestätigung ihrer Ordensregel noch so gerade. Man könnte auch sagen, sie hält so lange durch, bis sie die Bestätigungsbulle, so heißt das, an ihr Herz drücken kann. Wenn ihr wollt, nehmt ihren Gedanken mit. Schaut mal, wo ihr das sagen könnt. Lieber Gott, sei gepriesen, weil du mich erschaffen hast. Ich wünsche euch, dass ihr ganz viele Gelegenheiten findet. Und falls ihr mehr zu Clara von Assisi sehen wollt, eine kurze, also sehr kurze, aber liebevoll gemachte Kurzbiografie und ein Lied eines Franziskaners mit vielen tollen Bildern aus Assisi findet ihr hier. In diesem Sinne, bleibt behütet, bis zum nächsten Mal.